Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Eastside vs. Westside. Mit mir auf der Westseite und mit dem Axel. Auf der Ostseite, Grüße! Ganz genau. So, und wir sind immer noch hier bei der Challenge. Ich war letzte Folge dran und jetzt ist der Herr Hafer dran. Ja. Viel Spaß! Danke, danke, Herr Boyeur. So, ja. Hamula, alles ready? Ja, sind Sie fertig? Ja, klar. Dann einmal einsteigen. Gut. Den Motor können Sie starten und bei... Los geht's dann los. Ich zähl runter. 3, 2, 1. Warte, ich bin noch nicht. Nein, stopp. Ich muss mich da erstmal ready machen. Kannst du nicht erstmal hier den Motor starten und dann schon los? Das geht doch nicht. Ich will erstmal einsitzen hier. Achso. So. Dann sind Sie jetzt bereit, Herr Hafer. Moment. Jetzt, Herr Hafer? Jetzt ziemlich nicht. Ich bin nicht einer von der Stellensorte. Ich brauche meine Zeit. Ey, ich bin da echt ein bisschen aufgeregt, ja? Ja. So. Ja, jetzt. Der ist halt schon ein bisschen was älter. Oh, halt's der Kuschen da draußen, ja? Also dann, geht? Ja! 3, 2, 1, los! Ja, also Herr Bauer, Sie können Herrn Hafer auch anfeuern. Ich glaube, der ist sich sehr, sehr am Konzentrieren. Ja. Ja, hat eine gute Taktik. Der fährt ganz langsam. Ja. Hat man ja letztens mal bei der letzten Challenge bei den Ballen gesehen. Hat er auch eine gute Taktik. Da ist er auch in die Hose gegangen. Na gut, das stimmt. Aber bei Ihnen auch. Ja. Ja, gut. Aber ich habe nicht so gepokert. Richtig. Das stimmt. Das hätte klappen können. Hätten Sie nicht einen nervösen Finger gehabt. Vorwärts, Herr Hafer, vorwärts. Ja. Das war, ja. Ich glaube mal dezent, da ist einer ganz schwer am Lenken. Hier müssen wir das Lenkrad vom John Deere mal nachgucken. Ja. Ja, schon ein älteres Modell, wie der ja. Herzog geschert. Bleibt irgendwas. Herr Bauer, Ihr Grinsen sehe ich bis hier hinter. Das glaube ich. Herr Bauer, geht's Ihnen gut? Ja, ja. Ah, das wird nix. Jetzt übertreib's nicht, Junge. Das, ja, komm, das ist doch Bullshit. Doch, so. Fertig, vorwärts. Herr Hafer, jetzt seien Sie doch nicht so vorne. Heiß, Sabbel. Bleiben Sie ruhig. Echt? Herr Hafer, wir wird immer sehr schnell. Ja, weil das bereit. Bullshit ist. Wir haben gesagt, alle vier Räder müssen genau. Alle vier Räder dastehen. Aus. Naja. Herr Hafer. Oh, du hast eingefragt. Bin da. Ja, herzlichen Glückwunsch. Haben Sie gut gemacht, Herr Hafer. So. Moment, ich notiere nur kurz. Ja, kann den einer wieder gerade stehen? Nö. Also. Nee.
Ey, jetzt sag nichts wegen der Deichsel. Vor uns wurde den Hänger hier hinten gewerkt, den hattest. Ja, da war die Deichsel richtig komisch. Was ist? Von hier betrachtet. Können Sie gleich selber wegfahren, ne? Was ist? Ich würde es reklamieren. Was, wieso? Ja, ist ein bisschen komisch, ne? Meine Herren, wollen wir zur Auswertung kommen? Ja. 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 Und zwar hat der Herr Bauer eine Zeit hingelegt von 5 Minuten 12, 54. Mhm. Glückwunsch, Herr Bauer. Wie viel? 5 Minuten 12? 54. Ja. So. Und der Herr Hafer hat eine Zeit von 3 Minuten 26, 77 hingelegt. Herzlichen Glückwunsch, Herr Hafer. Zum ersten Platz. Glückwunsch. Glückwunsch. Danke. Darf ich die Preise verkünden, Herr Müller? Ja, na, gerne. Bitte verkünden Sie die Preise. Herr Hafer und Herr Bauer. Mhm. Ja. Fangen wir mal mit den Herrn Bauer an, würde ich sagen. Ja. Ja, genau. Der zweite Platz hat einen sensationellen Preis von einem Bargeldbetrag in Höhe von 20.000 Mark. Oh, das ist doch nicht schlecht. Glückwunsch. Danke. Glückwunsch, Herr Bauer. So, danke, Herr Hafer. Danke. Herr Bauer, also das ist ohne Scheiß. Das haben sie sich verdient, weil das war echt eine beschissene Challenge. Eine schöne Challenge, aber beschissen zu fahren. So, das stimmt. So, Herr Hafer. Ja, hier ist er. Moment kurz. Ja. Herr Bauer, bitteschön. Mhm. Ja, es ist da. Ja, oha, da ist die Arbeitslosigkeit aber schwer. Ja. Ja. Herr Hafer. Ja, bitte. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz. Danke. Da haben wir uns diesmal was ganz, ganz Besonderes überlegt. Ich hasse, wenn du so anfängst. Ne? Ich sag mal so, sie haben ja gefragt, wer den Anhänger da gleich ausparkt. Das werden sie sein, denn das Gespann dürfen sie mitnehmen. Moment, ich will vorher... Inklusive Inhalt. Okay, Inklusive Inhalt. Okay, was ist denn der genaue Wert des Gespanns? Circa 80.000. Aber das Gespann darf nicht veräußert werden. Genau. Das steht in den Statuten, Herr Hafer. Was für Statuten? Den Inhalt. Den kannst du verkaufen oder musst du selber essen? Ja, genau. Können sie verkaufen, können sie weiterverarbeiten, wie sie wollen. Aha. Aber das Gespann, so wie es da steht, darf nicht verkauft werden. Das ist ihr Preis. Genau. Das Gespann, der Träger und der Anhänger. Jawohl. Ja. Hätten sie sich vorher sagen können, bevor stehen die hoch, Emmel? Nö, Sie müssen ja nicht immer so übertreiben, Herr Hafer. Wieso denn? Der hat ein Bremsverhalten wie eine Oma. Bloß, dass die schneller zum Stehen kommt und mit dem Knüppel wirft. Da kennen Sie aber. Ja. Ja, so war meine Oma immer drauf, wenn die Nachbarskinder kamen. Oh wei. So. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Aber ja, verfreuen Sie sich denn gar nicht? Ja, natürlich freue ich mich. Na klar, jetzt, ich bin halt... Zeigen Sie das doch auch mal! Ja, naja, ich bin gerade ein bisschen... Aber... habe halt nicht damit gerechnet, da bin ich ganz ehrlich. Also ja, Glückwunsch, es ist schön. Glückwunsch Ihnen beiden nochmal und wie zu jeder Challenge, wenn Sie möchten, können Sie sich noch jeweils 10.000 Mark dazu verdienen. Uha. Also, ja, los! Wir hätten noch zwei Fragen pro richtiger Antwort 5.000 Mark, wenn Sie möchten. Boah. Okay. Den kann man ja nix. Nö. Nee, gut. Nur gewinnen. Ist wieder Allgemeinwissen. Chat, Achtung! So, erste Frage. Wer schrieb 1897 den Roman Weihnacht? A. Karl May, B. Heinrich Mann, C. Thomas Mann, D. Henry Miller. Ich würde sagen Heinrich Mann, bitte oder Chat? Antworten mir wieder zukommen lassen. Ja. Ich würde sagen Heinrich Mann, oder? Können Sie noch mal kurz wiederholen die Antworten, Herr Müller? Ja, von A nach D. Karl May, Heinrich Mann, Thomas Mann, Henry Miller. Hier, Moment. Würde jetzt runterzählen. Ja. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Passt, ich habe alle zwei Ergebnisse. Mhm. Es gibt für keinen einen Punkt. Beide haben den Heinrich Mann gewählt. Es ist aber der Karl May. Ach, echt jetzt? Ja. Boah. Also Weihnacht und Karl May hätte ich jetzt gar nicht so in Verbindung. Deswegen habe ich gar nicht. Wollen wir mal sehen. So, zweite Frage. Wer war Franz Kafka? A. Sänger, B. Schriftsteller, C. Politiker oder D. Musiker? Was war A? War das Musiker? Sänger, Schriftsteller, Politiker, Musiker.
Warte mal, Franz Kafka. Aber Sänger und Musiker ist doch irgendwo dasselbe. Wollte ich gerade sagen, das hängt irgendwie zusammen. Nee, der Musiker kann vielleicht Musik machen und der Sänger kann nur singen. Willst du nochmal die Antworten sagen? Naja. Nimmst du es doch mal so hin. Ja, habe ich mir auch gerade so gedacht. Können Sie die Antwort nochmal sagen? Ja. Ja. Von A nach D, Sänger, Schriftsteller, Politiker oder Musiker? Wie ist der Typ nochmal? 6, Franz 5, Kafka. 4, 3, 2, 1, 0. So, Ergebnisse habe ich. Der Herr Hafer hat richtig, er ist Schriftsteller. Danke. Keine Ahnung. Herr Bauer, tut mir leid. Ja, ist das halt sind so. Dann für diese Runde nochmal 5.000 an Herrn Hafer. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Danke, danke. Herr Hafer? Ja, bitte? Nochmal eine kurze Sache zu dem Gespann. Sie dürfen natürlich damit auch in die Werkstatt fahren und sich noch sozusagen Anbauteile oder vielleicht einen anderen Motor einbauen lassen. Sowas ist alles gestattet. Okay, auf Ihre Kosten oder was? Nein. Auf Ihre. Achso, auf Ihre. toll. Ich dachte, gut, das ist inbegriffen. Sind wir dann hier fertig? Ja, wir sind dann gut, fertig. Vielen Dank, meine Herren. Ja, danke schön. War echt gut und sehr schwer. Ja, das ist schön. Dem kann ich mich an, kann ich beipflichten. War eine schöne, also schöner Wettkampf. Ja, habt ihr euch wieder was Gutes einfallen lassen. Ne? Mit wenig Aufwand, viel Effektivität erzielt. Ja, das ist schön. Hat wirklich Spaß gemacht. Hat sich nur echt doof fahren lassen. Herr Hafer, darf ich Ihnen den Trecker an Ihren Hof stellen? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Aber Herr Hafer muss ihn erst auspacken. What? So, okay, dann bin ich weg und viel Spaß noch und bis dann. Tschüss. Herr Boyer, machen Sie es gut. Tschüss, Herr Hafer. Was ist mit Ihnen? Herr von Bräunen. Sind wir eigentlich mit dem Fahrzeug? Wir sind nicht mit dem Fahrzeug. Ja, also genau. Wenn Sie das. Ach, das war so. Soll ich Sie mitnehmen? Ja, kommen Sie mit, Herr von Bräunen. Ja, vielen Dank. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Herr Müller, ich hätte Sie mitgenommen. Ja, ich weiß. So. Ich wollte aber nochmal dieses Schätzchen hier fahren. Ja, fahren Sie das Schätzchen. So. Ja, kommen Sie mit, Herr von Bräunen. Frauen, Menschenskinder. Das ist klar, Herr Hafer. Ja. Was ist denn mit Ihnen? Labaghetto oder heute was? Oder wie? So. Was haben Sie denn heute Morgen gefrühstückt? Wollen Sie das wirklich wissen? Vier Semmeln? Kommen Sie rein? Ich bin drin. Also vier Semmeln, eine Pfanne mit Rührei und Speck. Und ja. Na. Kaffee dazu, zwei Töpfe, dann noch eine Schale Müsli. Mhm. Und dann war es soweit. Und einen Apfel gab es noch. Das? Und einen Apfel gab es noch. Warte, ich bin im Wachstum. Aha. Ja, kennen Sie so nicht. So nennt man das. Ja, warum? Wie nennen Sie denn das? Verfressenheit? Jetzt passen Sie mal auf, ja? Jetzt werden Sie mal nicht frech, ne? So, werden Sie mal nicht komisch. Das ist nicht verfressen. Ich esse gern, ja? Wir essen für vier, Herr Hafer. Nee, wieso? Das ist Herr van Braun, das ist eine normale Portion für einen Mann. Oder sehe ich das falsch? Ja, na klar. Das ist wirklich so. Sie können mir doch auch nicht erzählen, dass Sie sich mit einem Schnitzel zufrieden geben. Ach nee, so zwei sind schon in Ordnung. Was? Okay. Gut. Lass mal das halt mal im Raum stehen. Zwei Schnitzel. Zwei Schnitzel, das ist halt wirklich. Das ist schön, Herr Hafer. Ja, bitte. Was wo haben fahren Sie? Wir denn hin? Na, der Herr Müller muss doch auch wieder zurück, oder nicht? Ach so, ja, das stimmt. Ja, sehen Sie? Bin ich mal nicht so, fahr ich Sie nein, was macht er denn? Gott. Ich hab meinen Gewinn schon flöten gehen sehen. Ja, der Herr Müller hat immer alles im Griff, Herr Hafer. Das hab ich gerade gesehen. Er hat nur getestet. Was hat er getestet? Bremsweg? Ob die Stoßdämpfer und alles noch funktioniert. Ja, ob die Blattfedern noch gehen, ich weiß schon. Ist klar. Unglaublich. Unglaublich. Junge. Aber nee, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich ein schöner Gewinn. Ich bin nur echt sprachlos, weil ich habe damit also so gar nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hoffe, Sie können damit was anfangen. Durchaus. Herr Müller, kommen Sie rein, Herr Müller. Kommen Sie rein, Herr Müller. Dankeschön. So, wo soll jetzt hingehen? Ja, zu uns, bitte nur. Alles klar, kein Problem. Ich sag mal so, Sie können mit uns auch eine Dorfrundfahrt machen, wenn Sie Zeit haben. Taxameter läuft, ne, ist kein Problem. Nee, dann Zahn rauslassen bitte zum Hof. Danke.
Dann doch nicht, ja. Nee. Da fahren wir lieber auf Staatskosten. Ja, ja. Das kann ich, das könnte ich mir vorstellen, dass das so ist. Unglaublich. Achso, Herr von Braun, ich hatte ja heute am Vormittag, wir hatten ja telefoniert mit dem Grenzübergang 3. Ja. Der ist soweit offen, ne? Okay. Müssen wir da jetzt so noch irgendwie was beantragen oder Bescheid sagen? Also Bescheid sagen, wenn wir fertig sind, würde ich mal sagen, ja, genau, oder? Richtig, okay. Herr Hafer, ich hätte nur eine Kleinigkeit. Ja. Sie können sich ja noch an den Vorfall bei Herrn Bauer erinnern. Was vom Vorfall? Dass Sie sich da erleichtert haben. Was hab ich? Ja, noch, ja, am Silo erleichtert, Herr Hafer. Ey, ich habe noch nicht mal irgendwo dort reingetroffen. Jetzt mal ohne Flachs und Dusen, ja, meine Herren. Herr Hafer, aber ja. Sie wollen ja auch den Streit aus dem Weg gehen. Och ja, was hat er jetzt wieder? Wir haben eine Reinigungsfirma beauftragt. Das können Sie knicken. Das können Sie, ich bezahle da keinen Pfennig. Ich sag's nur vorher. 200 Mark. Nein. Können Sie knicken? Nein, bezahle ich nicht, weil das Blödsinn ist. Das ist Blödsinn. Da ist kein Hauch von Verunreinigung oder sonstiges, weil ich da daneben gepullert habe. Hab da nicht die Öffnung rein. Aber Sie haben da hingepullert und es ist sein Grundstück. Er hat das beauftragt, dass das beseitigt wird. Ja, dann musst du es auch bezahlen. Nein. Doch, natürlich. Sie haben doch dahin uriniert. Aber er muss, ja, ich habe an die Seite dort, genau, ich habe dort an die, an das, wo das ganze Silo umrandet ist, die Silo-Ummantelung, die habe ich angepullert, genau. Ja, aber das könntest du doch auch nicht machen. Wieso denn nicht? Da war doch schon ein nasses Fleck. Da pullert dann auch der andere hin. Oder hat schon den gepullert. Warum kann ich das dann nicht aufmachen? Sie haben nur ihr. Ich habe meine Marke, genau, ich habe meine Marke, genau so ist es. Ich habe meine Marke drüber gesetzt, so wie ich das gehört. Also das heißt, wenn wir jetzt an ihren Trabant pullern, ist das in Ordnung? Das versuchen sie mal beim Alpha-Tier. Ja, Hafer, da müssen wir uns nochmal einen anderen Tag drüber unterhalten, wie probieren wir da weiter verfahren. So. Und außerdem, Herr von Braun, jetzt mal ganz ehrlich, ja? Wenn ich eine Notdurft verrichte und es nichts in der Nähe gibt, irgendwo, wo ich die Notdurft verrichten kann, es sagt der Name schon, es ist eine Notdurft. Und das darf mir, warten Sie, ich bin da nicht fertig, und das darf mir nicht versagt werden. Und wenn jemanden der Furz quer hängt und er deswegen eine Reinigungsfirma beauftragt, dann ist das nicht mein Problem, sondern sein Problem und dann hat er auch die Kosten zu tragen. So, er kann mir natürlich darauf hin, hätte er mir irgendwie Platzverweis etc. pp. Durch sie aussprechen lassen können, hätte ich mich dran halten müssen. Sollen, also hätte ich mich dran halten müssen, in dem Sinne, ne, ist klar, aber hat er nicht gemacht. Von ihm gab es auch keine Ordnungswidrigkeitsstrafe, Bußgeld etc. pp. Jetzt im Nachhinein wäre es ein bisschen doof. So. Hey, darf ich kurz eingrätschen? Ja, natürlich, grätschen Sie, aber nicht so breit. Platzverweis, da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, das war eine Ausnahme, weil sie die Höfe tauschen mussten. Der Platzverweis, der damals erteilt wurde, oder die fällt mir gerade das Wort nicht ein, aber der ist aufrecht. Also hat der Bauer extra nochmal gesagt, sie dürfen nicht auf seinen Grund. Genau. Mhm. Ist nur nochmal so informativ. Okay, ja, und rein informativ. Sie, also ich will es nur nochmal anmerken. Ja. Sie kommen jedes Mal an und sagen mir, also Herr von Braun, ja meistens sollten mir da die Ohren voll, wegen Friede, Freude, Eierkuchen und kein Stress. Eierkuchen? Oh. So. Ich habe niemanden irgendwo Platzverweis. Ich würde mich an den runden Tisch setzen. Ich halte hier nichts aufrecht. Ja, dann probieren Sie doch mal. Wieso soll ich denn? Er spricht doch immer wieder und sagt hier, nee, Platzverweis, hier, tratrü, tratro, tratralala. Nee, wer bin ich denn? Glaube, hoppla, in Adams-Kostüm oder was? Ich verstehe beide Seiten, Herr Hafer. So. Ja. Und da muss auf jeden Fall nochmal in der nächsten Zeit mal ein Gespräch mit beiden Höfen geführt werden. Ja, aber ohne die Hexe. Wir haben eine Hexe? Ja, ich meine, gestern zum 30. war ja Hexenverbrennung. Ich weiß nicht, ob die damit dabei war oder weggeflogen ist. Das weiß ich nicht. Hat die auch noch einen Besen? Müssen Frau Krone selber fragen. Oh! Herr Hafer. Nee, die Frau hat mich sowas von reingeritten und verarscht. Werner, wir haben doch noch einen dringenden Termin heute, ne? So. Ja und schon. Bei wichtigen Themen, ja, da wollen sie wieder los, ne? Das ist mir klar. Sie und die Frau Krone, das ist doch ein ewiges mehr und Karussell. Nee, da überhaupt nichts Karussell. Nee, hat das als Schauskarussell hält. Mal steigt man auf, mal steigt man ab. Nee, das macht man auf dem Pferd, ja. So, da setzt sich aber auch, der Traum ist weggeritten, in Sonnenuntergang hinüber, ja, in der Bewölkung, dort wo das Gewitter steht. Aber dann suchen Sie sich doch eine andere, ja, dann machen Sie sich doch keine Gedanken mehr darum.
Mach doch ja, nicht, aber mir geht's ums Prinzip. Mir geht's ums Prinzip. Ja, Sie, wissen Sie, wie sich das anfühlt? Wissen Sie, ja, machen Sie es gut. Aber Herr von Braun, wissen Sie, wie sich das anfühlt? Ja, wie ein Taschentuch benutzt, ja? Und dann wie eine Rolle einmal weggeworfen. Bei Hafer, da müssen Sie den Spieß umdrehen. Nein, ich mag Frauen und ich habe Respekt vor Frauen, deswegen mache ich das nicht. Frauen müssen sich merken. Sie haben Anstand, Herr Hafer. Frauen müssen sich merken. Die sind wie Autos, ja? Die muss man hegen und pflegen. Immer schön polieren. Erst rechte Seite auftragen und dann linke Seite polieren. Auftragen und polieren. Wissen Sie? Mhm. So. Ich mach's ach, raus, ich hab noch zu tun. So ja, ich mach raus jetzt, ich hab zu tun. Ja, tschüss, Herr Hafer. Auf Wiedersehen. So. Gute Fahrt. Ja. Meine lieben YouTuberinnen. Wenn es euch gefallen hat, lass es selbst da. Ich bin erstmal raus. Bis zum nächsten Mal.